Also in dem Projekt Burgrötteln-App ging es darum, dass man eine App entwickelt und das Ganze lief im Rahmen einer Vorlesung im Studium Wirtschaftsinformatik und hatte den Hintergrund, dass man eben eine App entwickelt für die Burgrötteln. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Burgrötteln rumläuft, dass QR-Codes gescannt werden können und daraufhin zu dem bestimmten Raum, wo man sich gerade befindet, Informationen gezeigt werden oder auch Videos, wie es früher aussah, wie es heute aussieht. Sieht man ja dann selber. Und das Ganze wurde dann in kleinen Gruppen programmiert. Jeder hat eine verschiedene App entwickelt und hat auch verschiedene Funktionen reingebracht. Also es gab Anforderungen, die musste man erfüllen und dann gab es noch Anforderungen, die konnte man einfach machen, wie man möchte. Zum Beispiel wird bei meiner App, wo ich programmiert habe mit meinem Partner, gezeigt, an welchem Ort man schon war, wenn man den QR-Code gescannt hat beispielsweise. Andere haben zum Beispiel reingebracht, dass man per GPS das Handy erkennt, in welchem Raum man sich gerade befindet. Und das Ganze hat sehr viel Spaß gemacht, weil man eben gesehen hat, was man alles machen kann, wie man Apps entwickelt und dann eben programmieren kann und sieht, was man selber gemacht hat. Das ist immer cool, wenn dann nach ganz langen, komplizierten Rätseln, wie es jetzt richtig passt und so, wenn man es noch nicht so oft gemacht hat, wie man dann schlussendlich zum Ergebnis kommt. Und das macht dann eben sehr viel Spaß zu sehen, dass man das selber gemacht hat und selber was kreiert hat.